Oh, es ist schön, euch wiederzusehen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass so plötzlich aus dem Nichts Videos ausgefallen sind. Aber ihr kennt es, das Leben ist manchmal anders, als man sich das vorgestellt hat. Und setzt halt auch irgendwie the game. That's halt irgendwo auch the game, ne? Aber ich bedanke mich vielmals für euer Verständnis, für eure Geduld. Und heute gucken wir uns Folge 5 von Temptation Island an. Ich hab gerade kurz überlegt, ob ich auf der richtigen Island bin. Es ist richtig, Temptation. Und am Sonntag gibt es dann Folgen 6 und 7 im Doppelpack, also XXL Spielfilmlänge, Sonntag 18 Uhr. Muss ich echt jetzt wieder reinkommen? Das sieht aus, als ob ich Alkohol trinken würde. Es ist Bionade verdünnt mit Wasser. Dann nächste Woche Mittwoch kommt ein anderes Video, was nichts mit Temptation und Islands zu tun hat. Und am Sonntag geht es dann ganz normal wieder weiter. Jeden Sonntag eine weitere Folge bis zum Finale. Ich glaube, bis Ende Juni sind wir dabei. Und jetzt gucken wir rein. Wie immer findet ihr den Link zu RTL Plus unten in der Infobox. In der Villa der Frauen hat der Spontanbesuch von Temptation-Urgestein Calvin die Laune der Ladies deutlich aufgelockert. Stimmt, in der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt, da durfte ich ja sogar ein exklusives Interview mit dem Calvin führen. Vielen Dank dafür nochmal. Und der sorgt für Stimmung. Ich bin eine richtige Sau. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Ja. Hast du dich Escort gemacht? Ja. Sie so, ja, was kommt jetzt? Hast du Escort gemacht? Ja. Boah, krass. Ja. Aber war das cool? Ja. Frag für eine Freundin. Na, was das cool ist, war ein guter Wahl, halt geiles Geld. Ja, 600 Euro an einem Tag verdienen, das ist fast so gut wie das Leben eines Influencers oder einer Influencerin. Was hast du alles gemacht? Na, das ist gar nicht so alles anstrengend. Der Calvin, der will jetzt alles wissen, ne? Was hast du gemacht? Alles? Nicht alles, aber so, meine Arbeit halt. Meine Arbeit? Sie ist doch, sie ist gut. Sie ist eine Gute. Was macht man als Escort? Also bis wo geht das? Man muss sie jetzt ins Detail gehen. Ja, wäre uns schon lieb. Weil googeln kann ich das nicht. Guck mal, da musst du auch mal die Jungs verstehen, weil hast ja auch nicht alle Tage, dass du jemanden triffst, der so halt auch offen darüber redet. Ja, die Frage ist, will sie offen drüber reden? Dann kann man das natürlich machen, aber man muss dann auch immer vielleicht so einen Moment geben und sowas sagen wie, hey, wenn du nicht drüber reden willst, dann sag das einfach, dann müssen wir nicht drüber sprechen. Sowas. Das ist so ein Satz, bietet sich immer gut an. Mensch ist Mensch, so, weißt du, auch ja, wenn die Escort machen oder nicht so. Das finde ich halt so geil, weil es ist halt so, Mensch ist Mensch, auch wenn die Escort machen. Also manch einer zweifelt dann daran, ob die wirklich Mensch sind, aber der Calvin sagt, Mensch ist Mensch. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ich finde das auch interessant, warum oder was hast du da gemacht oder so, weißt du? Der Calvin, der ist halt ein weltoffener Typ, der will einfach Erfahrungen sammeln und durch andere Leute auch gerne. Feier ich. Lieben wir. Das ist mein Spruch, lieben wir. Das ist mein Spruch. Am Ende auch mit Sex oder ohne Sex? Mit Sex auch. Mein Gott, wir haben es doch alle schon verstanden. Also ich wusste das jetzt schon die ganze Zeit. Was ist denn mit denen? Ich würde sagen, die Jungs hier reagieren alle relativ gelassen und gut darauf. Neugierig. Die nehmen auch die Vorstellung, die sie da haben. Die nehmen die mit ins Bett heute. Bisschen fummeln oder so. Es sind natürlich auch nicht meine Partner, ne? Es ist natürlich mal was anderes, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist und du weißt, dein Partner hat das gemacht, dann ist es nochmal ganz was anderes. Das stimmt. Das stimmt. Also leider stimmt das. Ich finde das gut von dir, Ellie, dass du da offen drüber redest. Walla, ich schwöre. Wenn eine Kartoffel Calvin Walla sagt. Finde ich gut. Ja, aber das ist auch bei meinen Freunden das nicht so cool, das Thema, deswegen. Die Ellie, die denkt schon echt viel an ihren Credo und will wirklich nichts Böses über den sagen oder nichts sagen, was ihn verärgern könnte. Das ist eine Gute. Es ist generell so, dass ich weiß, dass Credo das Thema nicht mag und dass es für ihn ein schwieriges Thema ist. Wir hatten aber vornherein besprochen, dass ich hier auch offen drüber reden werde. Ist ja auch gut, ne? Man Tabus brechen, entstigmatisieren, über Sachen sprechen, damit Leute auch irgendwie verstehen. Aha, Mensch ist Mensch zum Beispiel. Voila, ich schwöre. Weil mir einfach wichtig ist, dass Leute einfach das verstehen, was sie mal gemacht haben. Es ist ein Teil von mir und ich will den einfach nicht verbergen. Du bist ein Teil von mir und der andere Teil. Wie geht's weiter? Bleibt. Ach, wenn du gehst, dann geht ein Teil von mir und der andere Teil bleibt hier. Was ist das für ein Song? Schlechter. Das kannst du so nicht sagen. Meine Freundin war halt auch davor. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, was ihr davor gemacht habt? Habt ihr das mitbekommen? Nein. Kleine Umfrage. Habt ihr das mitbekommen? Sie war alle zusammen. Ach, keiner weiß es. Sie hat davor Escort gemacht. Wie reagieren die Frauen da drauf? Deine Freundin hat Escort gemacht. Genau. Ich sag mal so, in 2 Stunden kannst du mit 600 Euro nach Hause gehen. Hört sich das nicht attraktiv an? Ah, nur 2 Stunden 600 Euro. Das ist ja dann fast wirklich wie Influencer in live. Aber wie ist sie damit klargekommen?
Hat sie es belastet oder belastet sie es jetzt irgendwie? Nee. Aber es geht jetzt nicht um sie, es geht um mich. Ich bin der Credo, hallo? Sie hat gesagt, es ist ein Kapitel in meinem Leben. Ich habe gutes Geld verdient. Du musst es halt für deine Seele umwandeln. Für deine Seele? Kennt ihr das? Ah, ich habe momentan so empfindliche Kopfhaut. Ich muss meine Haare aufmachen. Es zieht. Es zieht in meinen Kopf drin. Aui. Meine Haare müsste ich mal wieder waschen. Aber geht, oder? Riecht so, meine Haare müsste ich mal wieder waschen und die fallen so perfekt. Geht's? Könnt ihr es ertragen? Meinen perfekten Dyson Airwrap Blowout? Geht's? Ich weiß nicht. Hey, wenn nicht, könnt ihr auch einfach nur Ton hören und das Bild ausschalten, wenn ihr das nicht ertragen könnt, wie voluminös mein Haar ist. Es ist halt, wir denken halt nicht geil darüber und die Leute so. Und es ist auch nicht geil, meine Freundin das aktuell machen würde. Damit hätte er ein großes Problem. Ich möchte das eigentlich am besten gar nicht mehr so thematisieren. Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Gut, die Frage ist, können die Männer in der Frauenvilla das auch mal jetzt so sein lassen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nur am Bohren, ich bin nur am Bohren. Ja, ich mach weiter. Kelvin, er gibt jetzt noch mal Tipps. Soll ich noch machen? Sei zuvorkommend. Das ist der springende Punkt. Ja, von Kelvin lernen die Besten. Oder wie sagt man? Lernen die Besten. Ja. Ey, man muss sich ein bisschen um die kümmern auch, weißt du? Ich habe ja wenig Zeit gehabt, aber man muss sich um die kümmern, so ein bisschen. Er weiß. Wie geht's dir? Willst du was trinken? Magst du was essen? Ich liebe das, dass der Kelvin so redet. Willst du was essen? Willst du was trinken? Liebe ich diesen Dialekt. Endgeil. Ich nehme von Kelvin auf jeden Fall ein paar Tipps mit. Immer weiter nachhaken. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wie sind die Gefühle? Wollt ihr was trinken? Hey! Hey! Der hat sich 1:1, hat er sich das gemerkt. Der hat richtig aufgepasst. Note 1 mit Sternchen. Du hast es ganz toll gemacht. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Ich hoffe, ich konnte einfach nur so ein bisschen die Dose öffnen. Und den Rest müssen die Jungs machen hier, ne? Weißt du? Die Dose. Den Rest ausschlürfen müssen die Jungs. Das sexueller als es sein sollte, Entschuldigung. Mega geil, dass du da warst, aber scheiße ist, dass du gehst. Das ist echt schade. Bleib doch nur. Kacke. Alles Gute, Bro. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Aber der Kelvin geht ja nur von einer Villa in die nächste. Ich lege meine Hand, meine Titten und meinen Arsch ins Feuer, dass der jetzt in die zu den geht. Da kannst du deinen Arsch und alles wieder rausnehmen, denn du hast vollkommen recht. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Hallo, schönen Abend zusammen. Was geht ab? Wie geht's euch? Ja, der kommt da rein wie der Superstar. Zu Recht. Ey, saufen wir heute oder was, Alter? Saufen! Männer, oder? Das war so kurz dieser Moment. Der spritzt mich da an, Digga. Ja! Das ist einfach fucking crazy! Leute, ey, ist so crazy! Ja, crazy. Mhm. Ja, zur Show bin ich dabei, so. Du hast es von mir schauen. Ja, das war so, so, ja, so. Das war's wie Mark Robin. Hallo? Klar, es wird gelapdanced. Mark Robin macht wieder die alte Leier. Geile Verführerin, geile Männer. Alle haben gefeiert, alle gingen ab. Der Kelvin, der weiß, wie man Party macht. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Boah, die Mädels. Die haben heute nochmal richtig Gas gegeben. Und wie sieht es aus? Auch Mark Robin ist voll dabei. Die haben nochmal doppelt so viel Ärsche gezeigt, als sie haben. Credo liebt sein gutes Leben. Riesige Popo-Parade. Wie bitte? Riesige Popo-Parade. Popo-Parade, das ist irgendwie ein Wort, was meine Mutter sagen würde zu... Ich weiß es nicht. Wenn sie so die Chippendales irgendwie auf eine Show geht. Was ist eine Popo-Parade? Das liebe ich an diesem Format und so muss das auch sein, Alter. Ja, es ist halt immer ein Unterschied wie Tag und Nacht in der Frauenvilla und in der Männervilla. It's bedtime. Blauer. Ich will auch schlafen, ich will auch so. Vor allem, wo jetzt der Kelvin nicht mehr da ist. Lori, ich habe mal eine Frage. Da bin ich gespannt. Willst du was trinken? Willst du was essen? Du hast es ganz toll gemacht. Was willst du machen, wenn du ins Strip kommst und einer zieht sich aus? Komplett blank. Komplett strippen, nur Sack verdeckt. Nur Sack verdeckt. Strip mit nur Sack verdeckt kostet bei mir 100 Euro. Willst du rumschreien? Willst du richtig rumschreien? Willst du sagen, nein, nein, nein? Oder du hast sitzen bleiben? Kommt drauf an, ob ich es bezahle oder nicht. Kommt drauf an, was ich in den nächsten Lagerfeuern sehe. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen,
dass wir so eine Szene machen können, je nachdem, wie die Lagerfeuer sind. Das ist mir so unangenehm, dass die das so besprechen. Ja, dann können wir so eine Szene machen. Ich würde mich dann einfach, ich würde dann nochmal dir Feedback geben, sobald ich das evaluiert habe und auch mit den anderen im Team besprochen habe. Aber dann können wir gerne das in Angriff sprechen, wir uns abfinden, einen Termin im Kalender bereit machen. Da können wir dann nochmal in die Details reingehen. Meine PA würde sich nochmal um die ganzen Feinheiten kümmern und dann können wir das gerne angehen. Alles klar, schönen Tag, auf Wiederhören. Geil. Geil. Mach mir Doppelkombo. Aber bitte macht es mit mir in Absprache. Sag ich doch, ich sagte doch, meine PA meldet sich nochmal zur Absprache, terminlich. Okay. Weil ich will es dann auch nur machen, wenn ich auch Bock drauf habe, ne? Klar, wir werden auch den Zykluskalender vorher noch befragen, ob das da gut reinpasst. Und weil PMS es wert, wird das auf gar keinen Fall stattfinden, weil die Laune... Hey, er ist ein bisschen traurig. Alle sind traurig, weil? Sie sind ein bisschen traurig, dass wir halt gestern so abweisend waren und heute ist Calvin da mit seinem blauen Haken. Calvin mit seinem blauen Haken. Und ja, da wir waren heute einfach nur super besoffen. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Ja, genau. Nee, der Hauptgrund war, dass Calvin da war und ihr euch dann alle gedacht habt, oh, jetzt können wir mal richtig feiern. Das war ein bisschen peinlich auch zu sehen, wie Gloria aufgetaut ist, nur weil ein Typ mit Followers da war. Für mich ist es so peinlich, Mann. Wo Calvin den Lapdance gegeben hat, habe ich einfach das auch ein bisschen aus Rache gemacht, weil ich gedacht habe, ey, da ist was der Teufel rausgekommen. Und jetzt ist der Calvin weg und jetzt habe ich schlechte Laune. Der blaue Haken ist davon geflogen. Ja, da ist mein Teufel kurz rausgekommen. Hey, aber vielleicht kriegst du auch noch einen blauen Haken. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass sich Nico genauso geil mitreißen lässt wie ich. Das schlechte Gewissen kommt. Ich kenne meine Grenzen. Nico kennt sie nicht. Ja, aber die Grenzen des Lästerns? Ich hab euch lieb. Schlaf gut. Und die Männer sind weiterhin geknickt. Ist euch aufgefallen, dass wenn wir mit denen labern über ihre Freunde, dass sie gar nicht aus sich rauskommen? Nee, ihr müsst ihnen ja was zu trinken und zu essen anbieten. Das würde auch die nächsten Tage so sein. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die ein krasses Lagerfeuer kriegen. Oder dass Calvin nochmal kommt. Ja, Digga, was ist denn los, Alter? Wofür bin ich denn hier? Ja, der Calvin hat auch euch Tipps gegeben. Los jetzt. Wir müssen das, was der Calvin heute geschafft hat in der kurzen Zeit, müssen wir in Zukunft nonstop versuchen, aus den Mädels rauszukitzeln. That's my man. Voll mein Typ. Ja, scheiß mal auf diesen Calvin, der da war. Denkst du, das, was der Calvin gemacht hat, können wir nicht? Ich seh's nicht. Es ist Talent. Wir haben gut genug mit denen gelabert jetzt. So nämlich. Jetzt wird rangegangen ans Fleisch, so wie in der Männervilla. Ich bin dafür, Alter, dass wir uns heute Abend so irgendwie alle zu Legenden machen, so. Es wird legendary. Geilste Party meines Lebens. Ich schwöre dir. Ohne Witz. Und er hat schon viele Partys gemacht. Feucht fröhlich. Mädels, es tut mir leid, aber so wie heute habe ich eure Freundin noch nicht gesehen. Das ist das Wunder von Calvin. Die haben euch komplett vergessen. Das sind jetzt neue Männer. Wir haben die verändert, wir haben die zu Männern gemacht. Wenn du jemand Neues datest und sagst, ich habe den komplett verändert, ich habe den zum Mann gemacht. Vielleicht. Die ist toll, oder? Die ist schon sehr witzig, aber was jetzt im Pool passiert, weniger witzig. Haarscharf. Ja, auf der Skala von 1 bis 10, so wie viel Temptation läuft ja heute Abend so. Gute 11. Es war so klar, dass er 11 sagt. Was ich lustig finde, man sieht die ganze Zeit, wie die Typen mit den Frauen so sich immer näher kommen. Aber man sieht nie Calvin. Wo ist Calvin in diesen Situationen? Ist er auch mit im Pool? Macht er gerade mit einer rum? 100%. Das ist mir zu viel. Also Abdu und ich haben schon die ganze Zeit Körperkontakt gesucht, also auch während unserem Date. Ja, vor allem du suchst den Körperkontakt. Leider nicht, während die Kameras dabei waren. Aber jetzt ist er auf einmal aufgetaucht. Wir sind uns auf jeden Fall sehr nah gekommen. Moment mal, willst du mir gerade sagen, als die Kameras aus waren, wart ihr irgendwie zusammen und da seid ihr euch schon näher gekommen? Was ist? Wie nah seid ihr euch gekommen? Und warum waren da keine Kameras? Näher, als ich sogar dachte. Was geht ab? Mein Kuss ist gefallen. Ich kann es nicht glauben. Nein! Also das Ding ist eindeutig, sie küsst ihn, er hat nicht damit gerechnet und es ist ziemlich übergriffig und ziemlich uncool.
Ach, das ist so schwierig. Mir ist tatsächlich mal eine ähnliche Situation passiert, dass mich ein Typ, als ich wirklich sehr, sehr, sehr betrunken war, so ganz kurz einen Schmatzer auf den Mund gegeben hat. Das war überhaupt nichts, irgendwie was Sexuelles oder irgendwie so. Aber es war definitiv übergriffig und es war definitiv too much. Und ich habe definitiv nicht damit gerechnet und hatte definitiv auch keine Reaktionszeit, um das irgendwie abzuwehren. Deswegen verstehe ich das, dass sowas wirklich mal passieren kann. Ah, ich weiß nicht, wo jetzt mein Aber hingeht. Es ist ganz schwierig, jetzt hier abzusehen, ob er wirklich da etwas... Ich glaube, er hätte sich nicht ehren können. Ich glaube, es ging zu schnell. Er hat es nicht kommen sehen. Und deswegen tut es mir ein bisschen leid. Und es ist super übergriffig und scheiße von Kim. Diese Aktion hätte einfach nicht sein müssen. Das war einfach Provokation. Wenn ich er wäre, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Aber das ist eine Lüge, weil ich habe mich auch nicht tierisch aufgeregt, weil ich zu besoffen war, um mich tierisch aufzuregen. Ich weiß genau, dass ich das haben kann, was ich möchte. Abdu muss jetzt erstmal ins Bett. Komm, lass denn 5 Minuten mit Dinger. Und das schlechte Gewissen kickt. Vom Herzen, lasst euch nicht verunsichern. Das ist so lustig, wie die sich vorne da so zusammen am Tisch sitzen und sprechen. Und im Hintergrund heult Abdu. Es ist so traurig und lustig zugleich. Keiner von euch hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Okay, ja, ja. Ja, der Kuss, I don't know. Die haben nichts falsch gemacht. Die lieben ihre Freundin, aber die haben nichts gemacht. Wie sieht nochmal nichts gemacht aus? Nix. Ich schwöre. Voila, ich schwöre. Kelvin, dein Wort in Gottes Ohr. Mädels, ey. Gute Nacht, schlaft gut. Den Rausch müssen die erstmal ausschlafen. Ich möchte halt auf jeden Fall noch bei Mark Robin mit aufs Zimmer ein bisschen quatschen und ein bisschen vielleicht was aus ihm herauskitzeln. Also, du bist ja wieder kriminell unterwegs. Die beiden, die verstehen sich auch sehr gut. Du bist voll cool so, ich gönn dir das richtig, ohne Spaß. Ich gönn dir das richtig, dass du irgendwann jemand findest, so, das so zu dir ist, wie ich so mit Michelle bin. Also eigentlich würde ich dir mich gönnen. Ich glaube, da kann ich lange warten. Du bist cool, Mann. Ich bin mit ihr extrem auf einer Wellenlänge. Sie versteht mich wirklich sehr, sehr gut. Mark Robin, back off. Und ich hätte auch wirklich nicht gedacht, so, dass ich irgendjemand in mein Zimmer lasse. So, aber mit dir bin ich halt wirklich so gut, so. Da kann man mal schnell seine Prinzipien über Bord werfen. Und ich liebe das. Ich liebe das, so eine Entwicklung zu sehen. Dass ich mit aufs Zimmer durfte, hat mir schon gezeigt, dass ich wirklich merke, er fühlt sich wohl bei mir und hat mich hier wirklich gern. Good for you. Wenn ich dich irgendwo als Single sehen würde, so, würde ich voll drauf abfahren. Solche Sätze sind auch krass unangenehm. Ich schlaf hier. Das lässt der Mark Robin zu. Wir werden auch bestimmt danach Kontakt halten. Das deutet er auch schon oft immer an, dass er das gerne würde. Da will ich nochmal mit der Freundin sprechen. Willst du mich verarschen? Nein, Mann. Laura, steh auf. Sag ich doch, das macht er nicht. Gute Nacht, Bro. Gute Nacht, Bro, oder dieser Handshake. Ich weiß nicht, wo die Reise bei den beiden hingeht. I don't know. Ich bekomme selten ein. Das ist wieder eine kleine Beschwerde, ein kleiner Seitenhieb Richtung Nico. La. 100 Punkte, ne? Ich habe am Anfang gesagt, ich will auf gar keinen Fall abbrechen. Aber mittlerweile, also je nachdem, wäre mir alles scheißegal. Ich frage mich immer, ob die dann irgendwie, wenn die abbrechen, weniger Geld kriegen. Ja, irgendeinen Anreiz müssen die haben, dabei zu sein, oder? Also ich habe auch ganz klar gesagt, Nico und die Ehe mit Nico ist mir 1000-mal wichtiger als alles andere. Hey, verheiratet. Und ich ärgere mich auch sehr, dass Nico sich so derartig daneben benommen hat im Vergleich zu den anderen Jungs. Die anderen, die können ja auch noch aufholen. Feel free to enjoy your feelings with the girls. Ich sag dir ehrlich, du solltest aber niemals abbrechen, nur damit der Nico keine Scheiße macht. Warum nicht? Ist doch ein guter Grund. Also, ich will ein Boot haben. Ich will uns vergebene Mädels. 4 heiße Single Boys. Und dann will ich, dass wir ins Wasser hüpfen. Die Gloria, die denkt auch hier, die ist die Prinzessin auf der Erbse. Das ist ihr Wunschkonzert, ne? Und die ganze Sendung dreht sich um sie. Die Jungs dann ihre Hose ausziehen. Okay, was noch? Ich notiere. Vielleicht mache ich einmal Titten. Weiß ich noch nicht, überlege ich mir. Okay, ja, gut, was noch? Und dann geht ihr wieder ins Boot rein, aber mit einem nackten S. Ganz wichtig, nackten S. Und wenn wir das machen, nehme ich nur Jungs mit, die mir versprechen, dass sie blank ziehen. Alles klar, auch dies würde ich mit meiner PA dann noch abklären und Terminlichkeiten und Ässigkeiten dann alsbald mit Ihnen besprechen. Can't tell the good from the bad.
in diesem Moment, wo Abdu überlegt, wer ist da erstmal neben mir? Kann ich diese Person umarmen? Will ich sie umarmen? Ja, ein bisschen kuscheln. Komm rein in die Höhle, es ist herrlich warm. Hey, was ging gestern? So, und jetzt ist die Frage, kann sich Abdu noch daran erinnern, was passiert ist? Ich hab gar nichts, Digga. Ich hab gar nichts, Alter. Was ist das? Ich glaube, er weiß, was passiert ist, will's aber verdrängen. Ich habe einen kompletten Filmriss, also das ist echt heftig. Das ist mir jetzt ein bisschen zu, ja, wie sag ich, gut gelaufen, dass er jetzt echt einen Filmriss hat und sich nicht an den Kuss erinnern kann. So ein richtiger Full-Circle-Moment. Was hab ich gemacht? Alles. Was alles? Alles Mögliche. Was schlimm? Ja. Du warst nicht du. Wirklich. Tja, das ist das halt mit dem Alkohol. War ich so raus oder was? Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht, Digga? Da fragt er mir zu sehr danach, ob er was Schlimmes gemacht hat, dass er weiß, er hat was Schlimmes gemacht. Vielleicht kann er sich auch nur so ein bisschen schemenhaft daran erinnern oder denkt sich, habe ich das geträumt, das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Also man kann ja wirklich einen kompletten Filmriss haben. Vielleicht hat er sich auch wirklich nicht daran erinnert, aber es ist mir zu sehr so, er fragt danach und will es herausfinden. Denise hat gesagt, dass sie dich geküsst hat. Wer hat mich geküsst? Kim. Wer nochmal? Wisst ihr, was ich meine? Die Kim ist auf jeden Fall eine ganz offensive. Wir sind cool auf jeden Fall miteinander, ganz klar. Echt cool. Na? Und mehr ist da nicht. Aber ich werde da schauen, dass da auch nicht mehr ist. Naja, war ja jetzt schon. Ich habe gesehen, sie und du, so. Das war, ihr wart so nah. Das ist dann auch, da müsste man nochmal einen Videobeweis vom Schiri verlangen, um herauszufinden, ob das jetzt abseits war oder nicht. Ich bin mir in meiner Beziehung immer noch sicher. Ich liebe meine Beziehung, ich liebe meine Freundin, ich liebe die Jessie. Ich liebe meine Beziehung, ist auch geil. Es ist komplett eskaliert. Alle sind durch. Danke, lieber Kelvin. Pool, Alkohol, Striptease. Es war einfach geil. Krank geil. Klar, der Credo, das ist für ihn sein Traumurlaub, den er da lebt, oder? Ich habe eher Angst, dass ich jeden Tag weiter so feiere. Was sag ich? Das macht meine Leber nicht mehr mit. Die Armen. Überleg mal, ich trinke normalerweise nie. Ich trinke 2-3 Mal im Jahr. Alter, weißt du, was ich meine? Ja, dieses Jahr war es dann wohl schon voll. Ich bin ja seit 4 Tagen dauerstrank, Alter. Es ist ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen traurig. Wisst ihr, was mal richtig cool wäre? Mal wirklich mal was komplett was anderes? Chillen. Kelvin ist ja wieder weg, dann ist auch Zeit zum Chillen. Ich würde sagen, Mark, Robin und Credo sind so meine Favorites, so von allem insgesamt. Jeder will mich spielen. Das Gespräch, was die beiden haben, ist auch geil. Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Nee, das glaube ich nicht. Hä? Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich echt nicht. Nee, nicht jeder, aber fast. Es gibt doch verschiedene Geschmäcker. Ich glaube, Nico und Abdu würden das nicht machen. Wie plötzlich ihr Sächsisch da rauskommt. Und was heißt denn, das ist du? Es ist ja einfach so, guck mal, du läufst rum und sagst, hey, yo, die will ich nicht von der Bettkarte weg, also stoßen. Der Credo, der weiß auch, wie man unangenehme Konversationen führt. Da ist er wirklich gut drin. Und das mag ich an dem Mann. Bist du auch eingegriffen werden, Jenny? Wer hat noch nicht, wer will noch mal, der Credo gibt eine Runde aus. Aber diesmal kein Getränk, sondern Zärtlichkeiten. Jenny ist wirklich eine echt eine attraktive Frau. Ja? Naja, Geschmäcker sind verschieden, wie die Laura sagt. Der Credo mag mich ganz gerne. Ich versuche auch eine Connection zwischen uns aufzubauen. Wie sieht denn die Connection beim Credo aus? Ich will ganz schneller kriegen. Also die Antenne für die Connection ist auf jeden Fall schon mal ausgefahren. Ist so einfach, ne? Ah, okay, so einfach. Das ist der Experte. Habt ihr doch gesehen, wie der das letztes Mal aufgemacht hat. Was hast du denn für eine Brustgröße? Was denken Sie denn? Wisst ihr, was für unangenehme Gespräche der immer führt? Was ist das jetzt hier für eine Frage? Das ist eine sehr gute Frage. 75C. Richtig. Das sind so Gespräche, die so 16-Jährige führen. Hi. Hi, guys. Hi. Welcome. Hallo. Welcome. Die Eselchen waren richtig süß. Ich liebe es, dass sich Gloria eine geile Bootsfahrt gewünscht hat und jetzt einen Spaziergang mit Eseln bekommt. Der große Esel war auch sehr nett. Ich wollte auch so einen Witz bringen, bin gerade froh, dass ich es nicht gemacht habe. Hast du sowas schon mal mit Nico gemacht? Ich habe sowas tatsächlich mit Nico noch nicht gemacht. Was? Tatsächlich in all den Ehejahren habt ihr noch keine Eselwanderung gemacht?
Das ist schon eine harte Nummer. Seid ihr überhaupt verheiratet? Wenn er das jetzt sieht, dass ich mit dir unterwegs bin, mit dem Esel. Wird ein bisschen neidisch bestimmt, ja, oder? Ja, der wird 100% neidisch sein, weil er gerne an deiner Stelle wäre. Oder an der Stelle des Esels. Meinst du, dass der Reiz in eurer Beziehung noch so da ist? Also ich, ganz ehrlich, mit neben so einem Esel hin und her laufen, weiß ich nicht, ob es meins ist. Wir werden dann auf dem Esel gern reiten. Auf Eseln kann man auch reiten. Ich musste immer bei, hier habe ich schon mal erzählt, im Reiturlaub musste ich immer den Esel nehmen, weil ich die leichteste war und die kleinste und der Esel alt und gebrechlich war. Unser Esel hat sich benommen. Ja, ja, die Gloria, die hat einfach ihr sexy Traumbedate bekommen. Mein Esel nicht. Oha, was soll das denn heißen? Warum habe ich mich nicht benommen? Ja, die Eselwitze, die liegen hier auch gerade wie Sand am Meer, ne? Ein Esel. Mama. Du lachst ja richtig. Du lachst die ganze Zeit richtig, schon, dass dir gefällt. Wie traurig das sein muss, wenn jemand plötzlich sagt, oh mein Gott, du lachst, du kannst ja lachen. Hä, ich weiß gar nicht, dass du Lebensfreude in dir drin hast. Wow. Ich weiß nicht, ob ich mit den anderen auch so viel Spaß gehabt hätte, sag ich mal. War schon ein ganz besonderer Esel. Oh, bist du goldig. Richtiger Charmeur hier. Ist auch ein Charmeur. Charmeur. Das ist auch das, was das jeder auf einem Date hören möchte. Och, bist du goldig. Ja, Thema Nico. Ja? Warum hältst du an ihm fest? Was hält dich bei ihm? Wie was? Das deutsche Gesetz? Gegenfrage. Was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich nicht an meinen Mann glaube? Eine, die sich gern scheiden lassen möchte. Das stimmt, das ist eine starke Aussage, aber... Oder? Du hast mir sehr, sehr viele negative Sachen über ihn erzählt und Also sie sagt quasi, weil der Ehe wegen, weil wir verheiratet sind, bleibe ich bei ihm. Das ist eigentlich der einzige Grund. Die negativen Sachen, die du mir erzählt hast, mit den ganzen Emotionen, das ist überwiegend. Bin ich ehrlich zu dir? Hey, der Felix ist einfach ein ehrlicher Typ. Ein ehrlicher 25-jähriger Typ. Was hätte ich bei ihm? Dir fällt gar nichts ein. Doch. Doch, aber ich muss das erst noch nach Priorität sortieren. Und es hat mich echt verwundert, dass so eine schlagfertige Frau auf einmal mundtot ist und keine Antwort mehr weiß. Na ja, dann war halt mein Upsi. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, dass diese ganze Ehe an sich keine Zukunft hat. Vor allen Dingen, wenn die nächsten Lagerfeuer kommen, wird sie das wahre Gesicht von Nico sehen. Ja, und vielleicht wird der Nico auch das wahre Gesicht von Gloria sehen. Dann hat mich so ein bisschen gekratzt, so meine Beine. Ich mag, wenn jemand so kratzt oder gerne massiert. Das habe ich halt genossen einfach. Entschuldigung, nichts. Jeder darf seine Nägel tragen, wie er möchte. Ich bin einfach nur fasziniert. Die sind lang. Und vor allem, die sehen so richtig so nach Plastik aus. Die sehen so aus, dass sie so ein ganz lautes Geräusch machen. Fassen uns an, wir finden uns geil. Du bist eh viel zu süß für mich. Ich würde dich kaputt machen. Das Süße ist, die hat auch gleich lange Nägel und falsche Wimpern drauf. Die sind wirklich, die nehmen sich nicht viel. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Jetzt vielleicht nicht im Bett, aber vom Kopf. Ja. Ich glaube, du brauchst so eine süße Freundin. Ich habe doch eine Freundin. Hallo? Ich habe doch eine Freundin. Ich habe eine süße Frau. Ja, deswegen. Süß war die nicht. Das stimmt allerdings. Wir haben uns ein bisschen geneckt und Späßchen gemacht. Und nicht nur der Nico lässt sich's gut gehen, sondern auch der Mark Robin, der kriegt seine Seele gestreichelt. Wir dachten, unterm Pool wären Kameras, aber sind's doch nicht. Dann können wir ein bisschen grapschen unterm Pool. Unterm Pool. Man sagt, Leute, die nichts auf dem Kopf haben, haben auch nichts im Kopf. Naja, lachen miteinander können sie. Ich bin wirklich richtig froh, dass ich mich mit der Laura hier so gut verstehe. Ob da seine Freundin so froh drüber ist, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Also ich bin froh, mit Mello heute Date zu haben. Er ist ganz cool, wir sind auf derselben Wellenlänge, würde ich mal behaupten. Ich auch, definitiv. Das Date kann ja nur grandios werden. Darf ich Ihnen helfen, schöne Frau? Der Malone ist ein kleiner Charmeur. Charmeur. Schöne Frau. Also die Jessie heute einzucremen war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. War mal was ganz Neues. Ich hoffe, das haben die irgendwie aus dem Kontext zusammengeschnitten. Mama, was ganz Neues, okay? Ich hab Salzwasser ins Auge bekommen und es hat gebrannt. Jetzt geht's mit meinen Augen. Ich hab sie schon getröstet. Das Date, das ist super, das läuft. Hast du eigentlich schon mal geflirtet? Möchtest du dir das mal zeigen? Ja, immer. Wow, das ist so spannend. Ja, spannend. Crazy, ich hab noch nie jemanden getroffen, der wirklich surfen geht. Es ist so crazy. Crazy. Abdu legt nicht so großen Wert auf Sport, er ist so ein Sportmuffel. Das werden die dem Abdu zeigen, das weiß ich jetzt schon. Ich drehe ihn in seinen Hintern, dass er auch mal sich mal bewegt. Vielleicht kann der ja auch irgendwann mal so crazy surfen. Ich kann nicht verstehen, warum du Single bist. Also wahrscheinlich hast du einfach nur noch nicht die Richtige gefunden. Die moderiert den jetzt auch schön weg, ne? Aber optisch
machst du was her und ich finde auch, du hast einen sehr, sehr schönen Charakter. Vielen Dank für das Feedback. Damit kann ich auf jeden Fall viel anfangen. Und jetzt als Kontrastprogramm gucken wir mal wieder in die Männervilla. Wenn ich wieder eine neue Choreo bei TikTok gelernt habe. Wisst ihr, Heidi Klum, ich kann jetzt gerade die Choreo nicht, ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Last chance, too too dick. Da wird er mal zugelangt. Wir passen alle zusammen einfach, wir machen unser Ding hier. Naja, tagsüber haben sie ja gechillt, dann kann er jetzt abends wieder gesoffen werden. Was gibt es diesmal für Bilder zu sehen? Aufregung jedes Mal, sehr, sehr spannend. Irgendwie auch scheiße so. Ach, der Marc Robin, der kriegt doch die ganze Zeit nichts zu sehen, das wissen wir doch. Das ist bestimmt die Strafe, weil ich geflirtet habe. Ja, das ist das Einzige, was du gemacht hast. Dafür bist du jetzt bestraft, Credo. Ich glaube, keiner von uns kann diesen Sound leiden tatsächlich, aber ja, gut, müssen wir halt durch, ne? Wen wird es diesmal treffen? Nico bereitet sich schon aufs Schlimmste vor und zu Recht. Es wird alles gut werden. Ich hab keine Gemolken. Oh je, der heult jetzt schon. Digga, du weißt Bescheid. Wer zuerst kommt? Meine. Also die Intuition ist on fleek. Was gibt's wohl zu sehen? Er ist stolz auf seine hässlichen Tattoos. Es ist so peinlich. Es ist nicht schön anzusehen. Es wird aber noch besser. Ich hätte auch lieber gern weniger und gute Sex, aber ich mache manchmal einfach so Quickies, wenn man auf viel Quickies, damit ich es einfach schnell hinter mir. Ach du Scheiße, hast du das jetzt wirklich gesagt? Wie traurig. Ja, ich mach's dann einfach, dass ich's schnell hinter mir habe. Leute, macht sowas nicht. Redet miteinander, wenn ihr unterschiedlichen Sexdrive habt. Ihr findet heraus, wie man sich da entgegenkommen kann. Es gibt manchmal Phasen, das ist mehr, das ist weniger. Bleibt in Kommunikation miteinander. Tut aber nichts, was ihr nicht machen wollt. Dann tut ihr euch keinen Gefallen, den PartnerInnen auch nicht. Das überrascht mich. Und dann sag ich so, komm, mach fertig. Nein. Ja, same. Der ist 25, ne? Mhm. Das ist krass. Im Kopf habe ich. Es geht noch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine von den Frauen da drüben einen Mann nimmt, der nichts hat. Hat die nicht gesagt. Ich habe sie schon in die Schiene eingeordnet, dass sie halt so ein bisschen asozialer unterwegs ist. Doch ich. Ich bin die, wo guckt. Macht und tut und er muss sich eigentlich nur zurücklehnen. Und das Frühstück mache ich auch immer. Und es kommt nichts zurück. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Der hübscheste Mann ist nicht in der. Das kann sie doch nicht sagen. So kann sie doch nicht über ihren Ehemann, über einen Partner, über irgendeine Person, mit der sie respektvoll umgehen sollte. Das kann sie nicht machen. Das kann sie nicht machen. Was ist los mit dir, du geisteskranke Alter? Niemals! Jetzt Eskalation. Jetzt mal ganz ehrlich, Digga, wenn meine Freundin so mit mir reden würde, Digga, ich würde die in die Mülltonne kloppen. Ja, irgendwie ja, ne? Sie sagt zu dir, bitte, nee, ganz kurz. Ey, alles gut. Ja, alles gut. Lass mal kurz in Ruhe, bitte. Ja, lass sie mal kurz klarkommen. Lass ihn 2 Minuten Luft holen. Komm, lass ihn einfach 2 Minuten Luft holen. Krass. Das stimmt, aber da muss ich da erstmal selber Gedanken machen. Immer wenn das da immer alle mal mit reinreden und ihren Senf dazu abgeben, jetzt fühl doch erstmal in dich hinein. Vielleicht hat die das ja schon ganz oft auch zu ihm direkt gesagt und das ist gar nichts Neues für ihn, was es nicht besser macht. Also ich habe eine Wut in mir. Ich bin so sauer. Ich habe eine Trauer in mir. Und wir sind vorhin die Tränen gekommen. Ja, ist sehr traurig. Also so sollte man wirklich nicht in einer liebevollen Partnerschaft miteinander umgehen. Warte mal, aber ich, ganz ehrlich, habe was falsch gesagt zu ihr? Du hast nichts Falsches gesagt, aber du hast dich halt echt von deiner Arschseite gezeigt. Literally. In diesen 6 Tagen habe ich was falsch gesagt? Nie! Wisst ihr, Nico zeigt seinen Arsch und Gloria zeigt ihre Arschseite vom Charakterlichen her. Wenn Ellie das gesagt hat, ich wäre gegangen. Ja, Quatsch. Ich bin gerade gegen die Nase gehauen. Yeah. Unter uns? Ich wäre gegangen. Außer man muss was von Geld zurückgeben, dann wäre ich geblieben.
Weißt du, was für ein Level ihr seid? Du bist hier und sie ist hier. Mütterlevel. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man einen Menschen so runtermachen, den man liebt? Ich kann mir nicht vorstellen, warum man so ein Oberteil sich jemals kaufen würde und das auch noch tragen würde. Da blickst du einfach nicht durch. Er sagt ja sogar noch, er kennt sie so. Und das macht mich noch, also das finde ich noch schlimmer. Ja, das ist auch traurig. Das heißt, er kennt es ja nicht mal anders. Ja, ich hoffe, dass sie dieses Oberteil sofort verbrennt. Ich überlege, wie lange, wie ich auf so einen Mann hoffe in meinem Leben. Was ich geben würde, wenn ich ihn endlich hätte. Da ist er doch. Und dann sehe ich sowas. Alter, was? Oh Gott, die sind alle richtig schockiert und am Heulen oder am Mitfühlen. Wie süß. Ey, ich check nicht, was für einen Grund die haben muss, dass sie sowas sagt. Ist sie so um sich selber unzufrieden? Da ist eine Unsicherheit mit drin. Da ist natürlich sehr viel Wut, sehr viel Hass. Aber ich glaube, dass Temptation Island gerade nur das Schlechteste aus ihr herauskitzelt. Ich glaube, vorher hatten die schon viele Probleme, hätten da schon dran arbeiten müssen. Es ist ein großes Ungleichgewicht von Geben und Nehmen. Zumindest so ist sie ihre eigene Wahrnehmung demgegenüber. Also sie hat ja immer das Gefühl, dass sie so viel gibt und gibt und gibt und nichts dafür zurückbekommt und eher so nichts quasi reinbringt in ihr Leben, in die Beziehung. Großes Ungleichgewicht. Hat so ein Problem damit, dass er angeschaut wird, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Ja, sie versucht ihn halt irgendwie jetzt zu verletzen und klein zu halten. Hey, what's that sound? Ich will auch gar nicht sagen, dass er jetzt so das komplette Unschuldslamm ist. Ich glaube, immer zwei Leute gehören zu einer Beziehung, aber das, was sie gesagt hat, das geht natürlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall was Besseres verdient. Das ist Milliardenprozent. Mal gucken, wie das endet. Da bin ich echt gespannt. Hat er das verdient? Nein, natürlich Mann, nicht. Hey, guck mal, scheiß auf ihre Meinung, scheiß auf sie, aber hat sein Herz das verdient? 0%. Die sind alle im Ausnahmezustand, ne? I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Respektloseste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Du sollst ganz gut, solltest dich schämen. Wir bleiben jetzt mit deinem Freund, gell, und geben ihm, was du ihm niemals geben wirst, nämlich Respekt. Das ist ihr Mann. Ja. Na gut, dass er so viele Frauen hat, die ihn da zumindest unterstützen. Und natürlich Abdul, sein Best Friend. Danke für deinen Freund. Dein Mann, der ist jetzt nicht mehr dein Mann. Das ist nicht mehr dein Mann, Schatz. Danke für deinen Freund. Nee, dein Mann. Es ist nicht mehr dein Mann. Schnell wieder zurückgerudert. Worte sind eben manchmal schlimmer als Taten. Das zeigt uns Temptation Island eindrucksvoll. Gedemütigt von der eigenen Ehefrau in aller Öffentlichkeit. Kann Nico Gloria vergeben? Was ist jetzt Nicos Reaktion darauf? Das hat Nico zu 0% verdient einfach. Nein, nein, Spaß. Nein. Niemand hat das verdient. Ich verstehe es aber nicht. Warum? Nein, dass man sowas sagt. Ja, da hat sie sich echt hinreißen lassen von der Sendung. Und wie eine schlechte Perspektive kann ein Mensch so auf so einen Mann haben? Das verstehe ich nicht. Die tun sich nicht gut. Guck mal, wie der bei uns ist mit 12 super Frauen. Ja, die Sendung, die ist nichts für die beiden eigentlich. Und trotzdem redet sie so über den. Das geht gar nicht. Ja, eine Unsicherheit, ne? Die hat sie dazu verleitet. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dummes Lärm. Dummes Lärm. Wenn du nicht mit dir selbst zufrieden bist, dann beleidigst du andere. Ja, ein bisschen, ja. Ich wurde letztens als dumme Kuh bezeichnet, weil ich auf dem öffentlichen Parkplatz geparkt habe. Das ist eine der Geschichte. Und magst du diese Person drunter? Und das war bei mir eigentlich das Problem. Ja, die Frau, die ist einfach mit sich selbst unzufrieden gewesen. Und da war ich die dumme Kuh. Wie kann man so dumm sein? Sie mag mich einfach immer runter. Und jetzt hat ganz Deutschland gesehen, was sie gesagt hat. Das hättet ihr doch auch mal untereinander klären können, oder? Es tut mir leid. Nee. Es tut mir leid, dass ich über deine Frau so reden muss. Es tut mir wirklich leid. Aber die ist für die Mülltonne. Aber ich will einfach nur, dass du weißt, so, du bist geil. Deswegen, ich war in einem Gefängnis. Die Frage ist, hatte er wirklich so wenig Selbstbewusstsein und hat er wirklich, naja, vielleicht, wenn man sich das mal vorstellt, du kommst vielleicht in ein neues Land, in ein anderes Land, du kennst die Sprache nicht, du hast da diese eine Frau, mit der du dich gut verstehst, die du auch liebst, aber eigentlich ist es nicht so richtig eine gute Beziehung und ihr tut euch nicht so richtig gut, aber es ist halt besser als nix in dem Sinne, also du willst es dann vielleicht auch nicht aufgeben, du bist ja auch dankbar für das, was sie gemacht hat und dir geholfen hat. Da sind halt so Dynamiken noch mit drin, Abhängigkeiten vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch, I don't know. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Und hier, ich kann
Ich kann alles sagen, wie ist das? Verstehst du mich? Nee, ich hab's nicht verstanden. Dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Na Gott sei Dank. Braucht man ja auch immer das Fernsehen für, um sich zu zeigen, wie man ist, oder? Vielleicht kann ich mich einfach nicht einschätzen, welcher Mensch ich bin oder so, weil ich hier nur stopp runtermache. Ich weiß auch nicht. Was mir halt immer diesen faden Beigeschmack gibt, ist, dass es nicht die erste Sendung ist, die die beiden zusammen gemacht haben. Die wollen unbedingt ins Fernsehen. Spielen sie das Spiel einfach nur sehr gut. Wir werden es auch sehen im Nachgang, wie es da bei denen weitergeht. Da bin ich auch ein bisschen gespannt, ob die wirklich dann sich trennen, zusammenbleiben. Das wird viel darüber aussagen, wie ehrlich das alles war. Aber sie sagt immer, nee, sie ist ehrlich hübsch. Aber dumm. Das ist ein Spruch, den sie wohl öfter gebracht hat. Das ist mein Spruch. Ich kenne keinen Mensch, der in 1,5 oder 2 Jahren so gut Deutsch kann wie du. Naja, sie hat ja auch Vokabeltraining mit ihm gemacht. Nicola ist einfach ein absoluter Herzensmensch. Das haben wir hier jede alle. Jede Frau hier in der Villa sagt, man kann sich vom Charakter nur so einen Menschen wie Nico wünschen. Wow, was war das für ein Übergang? Er nimmt sie trotzdem in Schutz. Dass genau dieser süße Junge sowas erleben muss. Und ich liebe Nicolas Tattoos. Sie ist vor allem das am Popus, mein Lieblingstattoo. So ein Herzensmensch, dass die... Hätte ich so einen Mann wie ihn, würde ich mir seinen Namen auf Gesicht tätowieren lassen. Ja, das Problem ist nur, bei dem Mann darfst du nicht erhoffen, dass er auch deinen Namen aufs Gesicht tätowieren lässt, weil es ist schon voll. Aber hat mir echt viel getroffen. Ne? Dieses Video hat mir jetzt... Jetzt ist vorbei bei Nico. Ich finde, ich keine Stimmung schlecht machen und sowas, aber glaub mir, ich kann es so sehr lieben, dass du dich alles vorschlägst, wie viel? Er ist fertig, ne? Wie fühlst du dich jetzt gerade? Sag mal, sag jetzt die Wörter, die da raus. Ich kann nicht warten, dass ich meine Meinung sage, endlich. Endlich habe ich die Plattform dafür. Das war das Schlusswort. Ja. Du willst dir die Meinung sagen? Ja. Und pass auf, ihr seid trotzdem verheiratet, ihr baut euch eine neue Basis auf. Genau. Mal gucken. Und sie rafft sich und bringt so einen Schweiß nie wieder. Also meine Empfehlung wäre, diese Ehe vielleicht eher nicht mehr zu machen. Aber ich kann nur jetzt anhand der Bilder, die ich hier gesehen habe, würde ich sagen, das ist wirklich, die tun sich nicht gut. Oder das hier unausgesprochene Ende der Ehe könnte wahr werden. Ja, sag ich. Ich bin gespannt, ob es wirklich zu einem Ende kommt. Das alles und viel mehr sehen wir in den nächsten Folgen. Wie gesagt, Sonntag gibt es eine Doppelfolge um 18 Uhr. Die nächsten beiden, also Folge 7 und 6. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.